Hey, hey Leute und willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. In der letzten Folge habe ich es schon angesprochen, worüber ich heute reden möchte mit euch. Und zwar, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, rede doch mal darüber, wie du auf YouTube damals angefangen hast. Und da kann ich gleich auch die Frage dann auch klären, warum ich denn immer so wenig Tipps geben kann. Tipps zum Erfolg, sage ich mal, auf YouTube. Es gibt schon sehr viele Quellen dazu, sage ich mal, wie ich auf YouTube gefunden habe. Das ist das alte Gelaber, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Black Hand Commando, Let's Play von Fallout 3. Ich, Fallout 3 süchtig, sein Kanal gefunden, Let's Plays gefunden. Circa 1,5 Jahre später gedacht, Alter, das kannst du doch auch. So bin ich zu Let's Plays gekommen. So, und jetzt wie ich angefangen habe, wie das damals war. Also wir müssen uns vielleicht ein bisschen zurückdenken, sagen wir das mal. Ein bisschen zurückdenken in eine andere Zeit. Das klingt jetzt also leicht gay, muss man mal so sagen, aber muss wirklich zurückdenken, weil die Let's Play Szene war am Anfang, ihr könnt euch das vorstellen, sie war nicht wie momentan Millionen groß, ne? Momentan gibt es ja wirklich Millionen Zuschauer, die Let's Plays gucken, und wenn ich inzwischen Leuten auf der Straße erzähle, ja, ich kommentiere so Gaming-Videos, dann sagen die, ach, Let's Plays. Das war früher nicht so, ja, früher ist auch wieder, weißt du, früher, da denkt man, ja, als ich noch klein war, da, hier, ne, mein kleiner Junge, sagt der Opa mit 80. Früher ist in Eva ja nur 3 Jahre her oder sowas. Also die Let's Play Community in Deutschland gibt es so seit, sagen wir mal 2008, 2009, sowas. Also länger kann man, glaube ich, noch nicht von der Szene oder einer Community reden. Damals waren die bekanntesten Let's Player so Leute wie, wer war denn da zum Beispiel ganz bekannt? German Let's Play war schon immer irgendwie so ein bisschen mit dabei. Oder, Alligator 1024 oder Funk Royale oder CK. Das waren damals, glaube ich, so die größeren Namen. Die hatten damals so ihre paar tausend Abos und das war der Wahnsinn, ne? Inzwischen musst du mit paar tausend Abos gar nicht erst anfangen. Da bin ja ich sogar inzwischen mit Zahlen, die so groß sind wie damals kein Let's Player überhaupt. Ja, schon ja, nicht mehr sagen, dass ich groß bin, ne? Hier mit den 40 plus. Weißt du, das hat sich ganz verändert. Und damals, das war Anfang 2010. Da hatte ich ein neues Spiel für mich entdeckt. Jetzt sehen die Haare sogar noch semi-scheiße aus. Da hatte ich ein neues Spiel für mich entdeckt. Das heißt Audio Surf. Da wirst du einfach so erschlagen von oben. Das hieß Audio Surf. Und ja, wer das nicht kennt, guckt das jetzt einfach auf Steam nach. Das ist irgendwie so ein Arcade-Spiel, könnte man das nennen. Auf jeden Fall mit super krassem Fun-Faktor. Und das Tolle war halt, man konnte seine eigene Musik dort surfen. Und man musste es übel suchten, um gut zu sein. Und das sind so zwei Sachen, die kombinieren sich bei mir super. Wenn ich was suchten muss, um gut zu sein und daran auch noch Spaß dran habe, dann sieht man das zum Beispiel an Curfever. Dann geht das ganz, ganz schnell bei mir und da bin ich dann richtig gut drin. Okay, Curfever bin ich noch nicht richtig gut. Aber Audiosurf war ich so derzeit ziemlich gut. Und habe einfach, oh Junge, was machst denn du da eigentlich? Und habe einfach Audiosurf-Videos gemacht. Das sah dann so aus, die waren so lang wie der Song. Ich habe natürlich Content-ID-Treffer ohne Ende kassiert, aber das war mir natürlich, als ich angefangen habe mit YouTube 2010, noch relativ scheißegal. Jetzt hör's aber mal auf da oben, jetzt reicht's aber mal da, ne, ja. Das war mir natürlich damals scheißegal, dass ich jetzt Content-ID-Treffer oder sowas kassiere. Und habe einfach Audiosurf-Videos gemacht. War super cool. Hab so eins im Monat rausgebracht und hab das ein halbes Jahr lang durchgezogen. So von meinem Lieblingstracks alles mögliche Metal-mäßige. Wer jetzt denkt, oh cool, das gucke ich mir mal an und geht auf meinem Kanal ganz, ganz weit zurück, so an den Anfang der Zeit, der wird dann nur mein erstes Let's Play finden. Die ganzen Audiosurf-Videos habe ich dann natürlich gelöscht, als ich erstmals 2000... ...12 Partner wurde? Ich glaube, 2012 wurde ich Partner. Da war das mit dem Partnersein auf YouTube auch noch nicht so Mainstream, wie es heutzutage ist. Da hatte man noch Kanalbanner und den ganzen Scheiß und hat sich richtig VIP gefühlt, wenn man Partner war. Das ist ja inzwischen auch nicht mehr so. Inzwischen heißt es in einem guten Netzwerk sein. Mhm. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr, ja. Also so viel da vielleicht zu meiner Zeit vor Let's Plays. Und parallel dazu, irgendwann hatte ich dann mal ein bisschen besseren PC und habe dann gesagt, okay, jetzt versuch es mal mit Let's Plays. Das war in den Sommerferien 2010. Genau. Und da habe ich dann auch mein allererstes Let's Play hochgeladen. Und das war Tron 2.0. Genau, weil Tron hatte ich schon ewig öfters immer gespielt und war da auch ziemlich OP drin. Habe dann ein Spiel auf unmöglich gemacht oder wahnsinnig. Oder auf jeden Fall auf Schwierigkeitsgrad unglaublich so. Wo andere Leute dieses Spiel gespielt haben. Ich weiß nämlich von einem Kanal, der
mich damals entdeckt hatte, der auch Tron 2.0 aber auf normal so gespielt hat, mich für verrückt erklärt, wie ich denn so ein verdammt schweres Spiel, immerhin ein bisschen was ist das noch, wie ich so ein verdammt schweres Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad unglaublich machen konnte und dann auch noch zu 100%. Ich fand es damals gar nicht so schwer, ich weiß nicht, wer es von euch mal ausprobieren will. Tron 2.0, super geiles Spiel. Ist so ein bisschen wie Tron, seit dem neuen Kinofilm kennen das ja wieder ein paar mehr. Also Tron gibt es schon sehr, sehr viel länger. 1980 oder so? Oh, ich will mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, von wann der Film ist. Und Tron 2.0 ist eben das Computerspiel dazu. Und, wieso sprinte ich auch so? Ich sprinte gerade. Tron 2.0 ist das Computerspiel dazu. Und hat, ja, lebt halt in dieser Story. Und dann Tron Legacy und Tron Evolution heißt es, glaube ich. Ja, heißt der Film und, nee, Tron Legacy heißt der Film und Evolution heißt das Videospiel dazu, glaube ich. Das sind quasi die Fortsätze in der aktuellen Zeit. Genau, auch 3D und alles drum und dran, war ich auch zweimal im Kino, obwohl ich nie ins Kino gehe. Also ich bin ein sehr großer Fan der Tron-Welt und finde es deswegen auch übrigens Curfever so geil. Also das kommt nicht von ungefähr, dass ich Curfever so viel spiele. Das kommt daher, weil Curfever ist wie Lichtrenner. Und Lichtrenner waren meine allerersten Videos auf YouTube. So schließt sich der Kreis zum Beispiel auch wieder. Ich habe da den Lichtrenner-Teil von Tron 2.0 durchgespielt und danach das richtige Spiel. Dann habe ich nebenher noch Cultures gemacht, muss ich auch mal wieder unbedingt spielen. Wer von euch kennt mich noch aus der Zeit von Cultures und hat es damals geguckt, waren nicht viele. Hat nie Aufrufe dieses Projekt. Ich hatte trotzdem Spaß dran. Und es wurde dann aber sehr in den Hintergrund gedrängt, weil ich November 2010, ich muss voll mit den Jahreszahlen rumdenken, weil das so scheiße lange her ist. Damals habe ich dann Minecraft entdeckt. Minecraft Alpha 1.1. Beziehungsweise dann seit kurzer Zeit, seit dem Halloween-Update, die 1.2. Also das war die Zeit, als ich zu Minecraft gefunden habe. Und hab dort natürlich unglaublich viel Spaß gehabt. Das Geile ist, diese ganzen Momente ist alles in meinem allerersten Minecraft-Let's Play. Wir haben 5 Minuten rumgetestet, ob wir aufnehmen können. Und dann haben wir aufgenommen. Und deswegen gucke ich mir manchmal mein eigenes Minecraft-Let's Play immer noch gerne an. Weil diese Stimmung, das war einfach, das war der Himmel damals für mich. Ich habe Minecraft gespielt und gedacht, das kann doch nicht sein, das ist zu geil. Ich habe das so hart gefeiert. Diese Freiheit und diese Welt, dieser Mythos, das war einfach, weißt du, das hat mit dem Minecraft von heute noch gar nichts zu tun. Damals war Minecraft ja noch so voll kein RPG, wie es jetzt ist, oder nicht so RPG-lastig. Keine Tränke, kein Sprinten, kein Hunger. Weißt du, boah, das ist so hart lange her. Unglaublich. Und so habe ich dann angefangen, habe dann die ersten, zum Beispiel Minecraft Sven war so einer der ersten Minecraft-YouTuber, die ich kennengelernt habe. Und ja, so ist es dann weitergegangen, das Let's Change und so und parallel ist die ganze Let's Play-Szene weitergewachsen und frag mich nicht, wie ich dann auf einmal Abonnenten hatte. Auf einmal hatte ich 1000 Abos und hatte dann irgendwann das Netzwerk TGN, über die ich die ersten anderen YouTuber kennengelernt habe. Damals Freaky Zockt und German Mafia und Neosun LPM und Geilkind und keine Ahnung, also alles alte Größen, sage ich mal. Die habe ich alle damals durch TGN kennengelernt und war ja, wie gesagt, jetzt auch 2 Jahre dort. Bin dann jetzt aber gegangen. Und also das sind alles die YouTuber, die ich wirklich schon extrem lange kenne. Das war auch damals so die Zeit, dass man so von YouTuber immer voll in den Konfis abgehangen ist und so. War damals schon irgendwie ein bisschen so. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir darüber graben müssen. Also so ist es vielleicht mein Anfang. Und dann kam so Skyblock irgendwann und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, welch Wunder, kam Skyblock und so ein Grau und ja, dann hat sich das eben alles entwickelt und ich bin immer weiter gewachsen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und das ist letztlich so die Hintergrundgeschichte, wie es mich dann also nicht auf YouTube verschlagen hat, sondern wie meine Anfänge waren. Und am Anfang, ja, ich habe das halt wirklich krass nicht nachvollzogen, wie ich abonniert wurde, weswegen ich abonniert wurde. Ne? Weißt du, man war klein. Man hat einfach Videos gemacht, weil man Bock drauf hatte. Bis zu meinen 4.000, 5.000 Abos hatte ich wirklich null Ahnung von YouTube und so weiter. Und ich glaube, auch als ich die 10.000 Abos gebrochen hatte, war ich gerade erst seit ein paar Monaten YouTube-Partner oder sowas. Also es war wirklich, das sind andere Zeiten gewesen. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen. Ich meine, super Beispiel ist, glaube ich, der Early Boy. Auch jemand bei mir aus dem Netzwerk.
kennen wahrscheinlich schon die meisten von euch. Hat momentan das Hammerwachstum hingelegt, aber ich glaube, so lange macht der Videos noch gar nicht. Ich glaube, erst seit einem halben Jahr oder so. Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ich möchte auch gar nichts Falsches verraten. Ich werde ihn irgendwann mal in meine Videos anladen, dann könnt ihr euch ihn dann selber fragen. Aber das ist, weißt du, das so ist, so solche Leute oder auch ungespielt, ist so ein Paradebeispiel. Der hat ja von seinem Dreadlock und Longboard-Kanal, den ich sehr gemocht habe damals, unschwer, hat er ja zu Let's Plays gewechselt und hat super den Erfolg hingelegt. So Leute könnt ihr fragen, wie man es machen soll, nicht mich. Das ist, ich habe immer, wenn ich versucht habe, irgendwas erfolgreich zu machen, ist es nach hinten losgegangen. Und die Sachen, die am meisten Erfolg hatten bei mir, war, wenn ich Spaß dran hatte. Deswegen gebe ich auch momentan nichts auf Abos zum Beispiel. Gebe einen Fick drauf und mache einfach, was ich Bock habe. Weil da habe ich auch noch selber mehr Spaß bei. Ist, glaube ich, auch besser. Ja, also vielleicht so viel mal zum Hintergrund. Jetzt könnte man ja so langsam meine Riole zurückschreiben, wenn ich gerade so auf den dritten Bildschirm gucke, weil hier am Sonntag kam ja kein YOLO-Grid. Ich war nicht zu Hause, konnten gar nicht aufnehmen. Und das sollten wir langsam aber sicher auch mal machen. Sonst kommt ja gar kein YOLO-Grid mehr. So ein abgefucktes Ding, ey. So ein abgefucktes Projekt. Ja, vielleicht so viel dazu. Es geht mir das Gesprächsthema irgendwie kurz vor Ende der Folge zu. Ich könnte mal wieder mal so eine Folge schweigen, ey. Die Kommentare waren damals geil. Wurden ja alle bis auf die Illuminaten verdächtigt, warum ich jetzt nicht mehr spreche. Klar, wenn jemand da mein Video gesehen hat, dann muss ich auch denken, hey, WTF. Ist aber vielleicht auch ganz spannend. Vielleicht der erste große YouTuber oder größere YouTuber, wesentlich größere YouTuber, den ich damals kennengelernt habe. Auch eine ganz interessante Geschichte. War der Table Tennis Gamer, der ja zum Beispiel letztes Jahr den Web Video Preis gewonnen hat für seinen Real Life Let's Play Hände waschen. Damals mit einem Video zum langen Gang. Ich möchte jetzt aber gar nicht drauf eingehen, was ich da mache und so weiter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das mal auf meinem Kanal googeln. Er war tatsächlich der erste etwas größere, den ich selbst kennengelernt habe. War natürlich in dem Moment was Besonderes, weil selber als kleiner, witziger YouTuber damals noch, mit so einer damaligen Größe schon wie Table Tennis Gamer, der hat ja damals sehr viel mit Zips gemacht und es war ja damals legendär, das Let's Play Together von denen und so weiter und so fort. Das waren ganz andere Zeiten als jetzt. Und das war damals, oh, guck mal, kein Mond hier. War damals natürlich was echt Besonderes. Muss man einfach mal so sagen. Ist hier noch irgendwie sowas Holzmäßiges, damit ich mir irgendwas basteln kann, so. Hier haben wir Eisen. Sieht voll nicht gut aus, Alter. Müssen wir woanders hingehen. Porte ich mich mal schnell zurück. Ja, aber da will ich jetzt gar nicht so viel zu erzählen zu der Table Tennis Gamer Geschichte, weil auch ihn habe ich schon eingeladen. Also auch Table Tennis Gamer werden wir bald bei mir im Minecraft Let's Play mal zu Gast haben. Freue ich mich richtig drauf, weil ich schon sehr, sehr lange nichts mehr mit ihm gemacht habe. Wir hatten ja damals auch ein Projekt noch zusammen und so. Aber das ist halt alles schon gefühlte Ewigkeiten her. So, das sollte reichen. Aber wirklich, wirklich krasse Ewigkeiten ist das schon her. Und das ist, ja, ist natürlich was ganz anderes so. Und dann, wenn er dann schon da ist zu Gast, dann können wir auch gleich reden. Ich glaube, ich breche jetzt diesen Part jetzt schon ab, weil irgendwie das ist gerade, wenn ich dann im nächsten Part vielleicht wieder einen Gast habe oder so, dann ist es besser da. Also, sie ist auch ganz hübsch jetzt hier und so. Dann baue ich einfach mit, keine Ahnung, vielleicht wie gesagt Zander oder irgendjemand anders. Je nachdem, wer ich jetzt dann noch gefragt bekomme, wer dann spontan Zeit hat, baue ich mit dem noch ein Stück weit weiter und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Alles wunderschön weiß jetzt hier dank der neuen Version. Sieht aber ganz gut aus, muss ich sagen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich habe mich gerade ausgeschlossen. Blöd passiert. Ich nehme jetzt noch eine Runde Plants vs. Zombies aus. Bis dahin. Ciao.